Ein deutscher Torhüter ist wieder da. Georg Koch unterschrieb heute in Bielefeld. Aus Eindhoven weggeekelt, weil er sich angeblich über pöbelnde Nachbarn und Fans beschwert hatte. War ein großes Problem für mich nachher, für den Trainer, der dann gesagt hat, ich habe den Kopf nicht frei. Ich kann nicht spielen und ich habe dadurch meinen Stammplatz verloren. Mit solchen Paraden wurde Koch ein Kandidat für Berti. Nach dem Abstieg mit Düsseldorf will er jetzt in Bielefeld heimisch werden. Ein langfristiger Vertrag bis 2002 für einen kurzfristigen Traum, die WM 98 in Frankreich. Bundesligist Arminia Bielefeld hat Torwart Georg Koch vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven verpflichtet. Koch wird am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2002 unterzeichnen. In Eindhoven saß der 25 Jahre alte Schlussmann zuletzt nur auf der Bank. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt. Koch wird bereits im Bundesligaspiel am Mittwochabend in Kaiserslautern das Tor des DSC hüten. Bielefelds bisherige Nummer 1, Zdenko Miletic, rückt in das zweite Glied zurück.